whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute drehe ich ein Video ein zweites Mal. Ja, das andere Video ist schon ziemlich lange her in meinem alten Studio. Jetzt schauen wir mal, was diese Flasche in der Zwischenzeit gemacht hat. Aberlauer 12 Jahre Double Cask. 40 Volumenprozente, gehört also zu den Einsteiger-Malts von Aberlauer. 0,7 Liter, preislich jetzt 2017 immer noch unter 40 Euro. Die Flaschenform hat sich ja so durchgesetzt bei Aberlauer. Für mich sehr, sehr angenehm. Verwechseln Sie diese Flasche nicht mit dem 12-jährigen, wie heißt der, Select Cask oder so ähnlich. Denn der ist ein nicht kühlgefilterter und der hat also hier die volle Behandlung, wenn man so sagen will, damit er sich auch für die Einsteiger, die da durchaus mal ein Würfeleis reinschmeißen, eignet, dass er da nicht trübe wird. Das Besondere an diesem Whisky ist, und das war ein Fehler in dem alten Whisky, wo wir eine extra große Bemerkung zugeschrieben haben und so weiter. Hier haben wir es mit Ex-Bourbon und mit Sherry-Fässern zu tun, die jeder für sich oder die alle für sich 12 Jahre gereift haben und die anschließend vermählt wurden. So, wir haben es also nicht mit der Nachreifung, sondern mit einer Vermählung von Whiskys zu tun. Und das steht hier drauf. Dieser 12-jährige Aberlauer hat in zwei Fasstypen gereift. Traditional Oak, also traditionelle Eiche, und Sherry Oak. Jedes Jahr wird es also speziell ausgewählt und lagert für mindestens 12 Jahre, und dann werden die Fässer miteinander vermählt, und dann typischerweise schließt sich eine eine Verheiratungszeit an, die von Brennerei zu Brennerei unterschiedlich ist. Das geht von einigen Tagen bis zu mehreren Monaten. Und wie lange Aberlauer das macht, weiß ich nicht. Die traditionellen Eichenfässer, das sind also Ex-Bourbon und Refill Ex-Bourbon und wahrscheinlich Hogsheads, Refill natürlich, zeigen den subtilen Charakter von Aberlauer. Das heißt, der Brennereicharakter wird durch diese Fässer nicht überdeckt, und die Sherry-Eiche gibt den Rubinen-Goldton in der Farbe und einen tiefen, reichen Geschmack zum Whisky. Eine perfekte Balance mit Noten von Frucht und Gewürzen. Ja, die Frucht von der Brennerei und ja, und dem Sherry und die Gewürze von der Eiche. Steht da noch was drauf? Nein? Schauen wir uns hier außen das an, da steht im Prinzip das Identische drauf. Ah, hinten nochmal eine komplette Geschmacksbeschreibung. Goldener Bernstein mit Anklängen von Rubinröte. Jupp. In der Nase sehr weich, abgerundet mit fruchtigen Noten und roten Äpfeln. Im Geschmack Sherry-Charakter und fruchtige Aromen. Balanciert mit reicher Schokolade, Karamell, Zimt und Ingwerwürzigkeit. Wärmend und andauernd süß und ganz leicht würzig. So, das klingt doch alles genauso, wie ich mir einen Whisky vorstelle. Und bei Aberlauer bin ich, selten ist das falsche Wort, nie bislang enttäuscht worden. Ganz, ganz tolle Arbeit, die Aberlauer da abliefert. Das Interessante bei Aberlauer ist, dass wir es zwar mit einem Speyside Whisky zu tun haben, aber die Brennblasen keine Einschnürung über dem Pott vor dem aufstrebenden Hals haben und damit die Geschmacksstoffe, landläufig Fuselöle genannt, mit rübergehen und damit den Whisky intensiver machen. Das ist also das Schöne bei Aberlauer. So. Ja, sofort voller Sherry.
etwas Süße, ist aber jetzt nicht so diese babbig-dretschige Süße von einem Pedro Ximenez-Fass, sondern das ist wahrscheinlich Oloroso-Sherry-Fass. Ordentlich Frucht, viel Sherry, schon dunkler werdend. Ja, fruchtig, schwer. Und 12 Jahre bringt also schon einen Haufen Aroma in diesen Whisky rein. Tja, probieren wir. Samt weicht im Mund. Natürlich, weil er nur 40 Volumenprozente hat, liegt der schön ölig weich auf der Zunge. Dann aber kommt die Eiche, dann kommt die Würzigkeit. Naja, Zimt habe ich jetzt nicht, aber in Richtung Schokolade geht es schon, auch wenn ich das eher so als Milchschokolade oder sagen wir so 43 bis 50 Prozent Kakao definieren würde. Und dann soll er eine leichte Rauchigkeit haben. Zumindest haben sie das früher gesagt, kein Wort von wahr. Genau, und die haben sie jetzt hier natürlich weggelassen. Da haben sie also endlich sich mal dazu hinreißen lassen. So. Der Abgang, angenehm, mittellang. Der hat also nicht den hohen Alkohol, der treibt und die Geschmacksknospen aufbereitet und reindrückt und lange hält. Nee, der geht ganz mild und weich. Und Ingwer würde ich nicht sagen. Also Ingwer wäre ja scharf, ne? Also da, nee, Ingwer hat er nicht. Ganz leichte Würzigkeit, aber extrem süffig. Ne? Dunkel, schwer, Sherry. Also extrem süffig. Jetzt kommt vielleicht schon so eine leichte Ingwernote. Ja, das ist er doch, der Ingwer. Leichte Ingwernote durch von den Sherryfässern, vermutlich vom Eichenholz der Sherryfässer. Und jetzt hält sich der Abgang auch ein Stück weit länger. Ja, hält ordentlich durch. Jo, ein schöner, sehr schöner Single Malt Whisky für den Preis. Wirklich ein Schnäppchen. Kann man nur empfehlen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. In unserem Shop-System sollte der Whisky eigentlich immer verfügbar sein. Und ja, wir freuen uns auf Ihre Bestellung. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.